Vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen herzlichen Dank, dass ich so aufgenommen werde. Ich glaube, es hätte noch nie jemand im Düsseldorfer Landtag, ist gemütlicher als ich. Kein Neid. Genau, damit sind wir natürlich beim Thema Metamorphosen. Ich denke, dass wir alle gut beraten sind, uns in dieser Verletzlichkeit zu zeigen, es anzuerkennen und gleichzeitig mit einer gewaltigen Portion Humor auch zu nehmen und einfach das Beste daraus zu machen. Auch in den Seminaren an meiner Hochschule halte ich die Lehre mittlerweile so, was auch zu viel Gelächter und Spaß führt. Und gleichzeitig merken die jungen Leute, sie zu mir kommen und sagen, wir haben auch irgendwie den Eindruck, wir leben in einer Welt, in der nicht alles besser wird. Dann sage ich herzlich willkommen, ich habe eine progressive Krankheit. Und wir kommen in so tiefe Gespräche darüber, was ist in einer Welt, wenn es erstmal objektiv nicht besser wird. Das sind Metamorphosen, wenn es plötzlich was ganz anderes aufscheint, wenn andere Werte, wenn andere Bedeutung sinnvoll wird, wenn wir das plötzlich aushalten können, was wir vorher für undenkbar hielten. Das möchte ich Ihnen heute ein bisschen zeigen. Ich erspare Ihnen Krankheitsgeschichten und Liegestühle, sondern mir geht es um mentale Infrastrukturen. Sie können sich die ganz leicht vorstellen wie so Autobahnen. Das ist, glaube ich, das, was uns im Moment nicht nur in Deutschland passiert, dass wir immer wieder in ganz bestimmte Denkrichtungen einspuren, dass wir die ganz, ganz schnell nutzen können, dass das das Normale ist. Und Sie werden das auch hier im Landtag natürlich erleben, aber auch dort, wo Sie arbeiten und tätig sind, dass wenn Sie Alternativen wie die Gemeinwohlökonomie deutlich machen wollen, dass es dann stockt, dass es rückelt, dass Sie so ein Kloß im Hals haben, dass Sie sich verhaspeln. Ja, und das heißt genau, dass wir noch nicht die mentalen Infrastrukturen ausgebildet haben, dass wir das, was uns wichtig ist, ausdrücken können. Und ich möchte da gar nicht so viel Theorie, das können Sie gerne zu unserer Hochschule kommen und zeichnen, also was herkommt und so weiter, können wir auch, sondern ich möchte Ihnen an einem einzigen bildhaften Wandel einmal zeigen, was bedeutet das, wenn wir mentale Infrastrukturen dafür schaffen, dass wir über das reden können, was uns wichtig ist. Und das möchte ich mit Ihnen sozusagen heute mal einüben und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn auch nachher nur in einem einzigen Workshop das dann käme, sagen, ja stimmt, das können wir nutzen, dann können wir uns viel besser ausdrücken. Damit haben wir eine Autobahn geschaffen, auf der unsere Ideen schnell vorankommen. Es wurde vorgestellt, das Ganze kommt nicht aus einem Wirtschaftskontext, obwohl ich aus einer Unternehmerfamilie komme, sondern aus einem Hochschulkontext, wo wir für solche mentalen Infrastrukturen, aber auch für das praktische Handeln in transformativen Wirtschaften sozusagen neue Ideen, aber auch Neues können entwickeln. Und gerade die jungen Menschen, die jetzt in einer extremen Phase von Frustration, von Zukunftsängsten und Zukunftsunmachten ist, eben auch schnelle Alternativen schaffen können und auch Orte des anderen Lebens und des als Menschseins wahrgenommen werden. Ich bin gerade in der Zeit interviewt worden, in dem Podcast auch das noch, hier ein Zitat daraus, dieses grandiose Versagen des Schulsystems, Bildungssystems, dass Menschen in den ureigenen gestalterischen Kräften nicht angesprochen und wahrgenommen werden. Sie, Frau Neubauer, haben das gerade unheimlich schön gemacht, uns in diesen Kräften anzusprechen. Sie haben gesagt, das ist ein persönlicher Zug von Ihnen und genau das passiert im Moment nicht. Wir werden als passive Konsumentinnen angesprochen, wir werden als Menschen angesprochen, die nicht zuzumuten ist, als Menschen, die sich nicht ändern können, als Menschen, die sozusagen wie so ein Eisberg vielleicht noch hin und her geschoben werden können und der passiv abwarten muss, wenn er abgeschmolzen wird, aber nicht, dass wir uns verändern können. Wir brauchen dringend Menschen- und Gesellschaftsbilder, in denen wir Menschen in diese Position versetzt und wie selbstverständlich in ihrer Gestaltungskraft sehen. Ich mache das Ganze im Schul- und Bildungssystem, allerdings mit Inhalten auch aus transformative Wirtschaften. Aber das Gleiche, dieses Ungeheuerliche, dass wir Menschen eben in ihren gemeinsamen gestalterischen Fähigkeiten nicht ansprechen, unterstelle ich auch im Wirtschaftssystem mit Ausnahme vielleicht eines Unternehmertums, was dann aber auch eher auf so einen Genieaspekt geht, anstatt diese gemeinsamen, gemeinschaftlichen Kräfte zu entdecken. Ich würde Ihnen immer empfehlen, ich rede jetzt über neue mentale Infrastrukturen, den Spruch von George Lakoff ernst zu nehmen, don't think of an elephant, funktioniert als Rhetorik nicht. Sie können nicht das System, was wir haben, immer und immer wieder nennen und sagen, dann streichen Sie es durch. Weil damit ist die mentale Infrastruktur schon da und alles, was Sie produzieren, ist maximal Stau. Ja, Sie befinden sich auf der Autobahn und dann kommen Sie maximal ins Stau.
Hier ist Toni Morrison, eine nigerianische Aktivistin und Schriftstellerin. Sie sagt, sie steht am Rand und sie hat geschafft, auch in einer indigenen Ökonomie dieses zum Zentrum zu machen. Das heißt, ich würde Ihnen immer empfehlen, imaginieren Sie, dass die Gemeinwohlökonomie schon ein Zentrum ist. Es ist vielleicht am Rand und es werden sich andere dorthin bewegen. Wir haben immer die Idee, wir müssen uns aus einem Gefängnis befreien, wir sind an einem falschen Ort und müssen uns umhin bewegen. Das heißt, wie schaffen wir es, und Sie haben es gerade auch genannt, mit Startup Campus und was auch immer Ihnen anfällt, aber diese neuen Zentren eines Lebens zu schaffen und dann zu sehen, dass die Welt sich zu uns bewegt. Ich weiß, dass es unglaublich schwer ist, aber es kann auch befreiend sein, sich nicht immer sozusagen im Falschen zu dehnen. Und wir sehen das bei unseren jungen Leuten, dass das ein massives Problem darstellt, dass man sozusagen mal sagt, ich habe ein Leben, also mein Leben ist in einem Falschen. Wie können wir also Orte schaffen, in denen wir uns erstmal als richtig empfinden und dann eine Sogwirkung auslösen können? Und genau darum geht es mir jetzt eben auch bei diesen mentalen Infrastrukturen, überzeugende Bilder zu schaffen, dass wir sagen, wir sind immer schon sozusagen im Zentrum. Ich selber komme viel aus dem ostasiatischen Denken. Sie werden ostasiatische Kampfkünste kennen. Es ist meistens nicht so gut, den Gegner richtig fertig zu machen wollen, im Sinne von, es ist alles falsch, sondern was ich mir tue, ihm einen neuen Ort zu geben. Sag ich, super, was du machst, du wächst leider nur 2% der Wirklichkeit ab. Er ist also ein bisschen begrenzt. Ja? Sie werden gleich sehen, dass ich so auch versuche, mentale Infrastruktur zu schaffen. Wir haben, es wurde gerade auch gesagt, wir haben dieses höher, schneller, weiter, ein bisschen anders formuliert, dieses Wachstum, Fortschritt, Geld. Wir haben es im Moment als etwas Unabänderliches. Ja, es ist im Stein gemeißelt. Wir sehen selbst, wie viel in grüner Ökologie davon geredet wird, von grünem Wachstum, dass es immer und immer weitergeht. Da ist eine unendliche Variation. Ich beschreibe das wie so ein Baum, der so Wucherstörungen kriegt. Sie werden das kennen, immer kleinere Äste, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Das ist ein Eichenast, ein Eichenast, ein Eichenast. So benehmen wir uns im Moment, dass wir unendliche Variationen von Wachstum, Fortschritt, gemessenem Geld und anderen Quantitäten bilden, aber nicht wirklich grundsätzlich daraus kommen. Also das ist ein klassischer Paradigmenwechsel. Das heißt, wir haben es mit diesen verkrusteten und versteinerten Strukturen zu tun. Ich würde das auch niemals in irgendeiner Weise bezweifeln wollen, vor allem wenn wir auf Finanzmärkte gucken, wenn wir sehen, wie es in KI jetzt implementiert wird und so weiter. Es scheint, dass wir da nicht rauskommen können. Das heißt, ja, in Stein gemeißelt und dann sagen, ja klar. Also mindestens seit 1926 ist in der Geologie klar über Alfred Wegener, dass selbst Gestein ungeschmolzen aufgeschmolzen wird. Gestein ist selbst was Wandelfähiges. Das heißt, wir können, für mich geht es nicht darum, einen neuen Rand zu schaffen, etwas Außenstehendes, sondern zu sagen, die eigentliche Rand, ja, das eigentliche neue Zentrum, was ich schaffen will, ist, dass wir Tiefenkräfte in uns Menschen, in unserer Gesellschaft, die diese festen, verkrusteten Strukturen aufspringen, umschmelzen und wandeln können. Das ist unsere Aufgabe. Es geht nicht darum, das sehen wir im Moment meines Erachtens zu stark in politischen Diskursen, dass wir versuchen, Gegenblöcke, also Gegenfelsen zu bauen, die dann wieder erosiven Kräften aussetzen und sagen, wenn wir verstehen, dass wir Menschen tiefsitzende Gewohnheiten, verkrustete Strukturen aufbrechen können, und zwar jenseits katastrophaler Erdbeben, also sozusagen aufsprengender Kräfte, die für uns alle desaströs werden, dann hätten wir was in der Gesellschaft geschafft. Und ich meine, dass wir mit unserem transformativen, gemeinwohlorientierten Wirtschaften, wie auch immer Sie das nennen wollen, dass wir genau die Handwerkszeuge haben, diese tiefen zu entfesseln. Ich nutze, Sie merken das, ein metaphorisches Denken, weil es das ist, was Imagination erlebt. Das ist das, was uns Möglichkeiten entfesselt. Und deswegen biete ich Ihnen an, in dieser Metapher der Makrostrukturen unserer Erde schnell mal ein bisschen unsere Gesellschaft zu verstehen und dann auch zu sehen, wie wir Veränderungen sozusagen schaffen können. Ich sagte vorhin, ich meine nicht, dass wir den Herrschenden keinen Platz einräumen sollten, dass wir es negieren sollten, dass wir es leugnen sollten, sondern dass wir sagen, es sind minimal dünne Strukturen, wenn man auf das gesamte menschliche Vermögen, auf die gesamte gesellschaftliche und ökologische Dynamik schaut, dann sind eigentlich die
die Strukturen, auf denen wir meinen, so geht es mal weiter, und meine Vorredner hatten gesagt, das kann immer so weitergehen und das ist alles gar kein Problem, sagen, ja, kann man machen, es ist aber wie die Erdkruste unglaublich labil. Ja? Und natürlich, wenn man da draufsteht, denkt man ja super Held, ja, und dann sagt, es gibt diesen schönen japanischen Spruch, dann ist alle Kritik wie ein Jucken an der Fußsohle durch die Schuhsohle hindurch. Ja, das macht nichts. Aber darunter können sich eben ganz gewaltige Energien aufschauen. Das heißt, wir würden die Frage von Gesetzen und Normen als ganz das klassische in der Gesellschaft stärkste, dann gibt es so Gewohnheiten, die können sich mal ändern, siehe Corona, ja, wir machen mal was kurz nicht, die nennt man aber sogenannte elastische, wenn der Druck wieder weggeht, macht man sofort das alles wieder neu, alles wieder so, wie es gewesen ist. Ja? Und darunter sozusagen merken wir jetzt, was brauchen wir eigentlich, dass wir sagen, was ist dieses Magma darunter? Ich sehe es nicht, im Gegensatz zu Kate Raworth, würde ich nicht empfehlen, von planetaren Grenzen zu sprechen, weil die einengen. Also Grenzen sind was, was man aufsprengt, sondern das, was hier unten, dieses Magma, das ist Ökologie. Das ist eine unverhandelbare, unberechenbare Dynamik, auch das Soziale. Die kann alles verändern. Und wir sehen das jetzt ja auch im Ahrtal, wenn wir keine Sorge für tragen, in Bayern. Wir sehen es in den Katastrophen des Sozialen, wir sehen es in den Katastrophen des Ökologischen, des Sozialen. Das heißt, wir müssen mit einer unberechenbaren Dynamik, die vor all unseren Gesetzen, vor aller wissenschaftlichen festen Struktur und Wissensfakten sozusagen gegeben ist, damit müssen wir umgehen lernen. Das heißt, wo haben wir in unserer Gesellschaft Menschen, Institutionen, Aktivitäten, so bei Ihnen, wo wir ganz nah an diesem Dynamischen sozusagen arbeiten? Wir haben das sehr gut in Corona gesehen. Da haben wir auch alle dafür geklatscht, ich nenne das gemeinsamorientierte Fähigkeiten, dass wir sagen, in Notlagen merken wir, oh Gott, mit unseren ganzen Gewohnheiten und so weiter, da kommen wir nicht hin, so Normen und Gesetze bringen auch nichts, sondern dann ist Nothilfe gefragt. Ja, also wir haben diese Möglichkeiten als Menschen direkt an denen zu arbeiten und sie sehen auch, wie sie sich in vielen ihrer Aktivitäten erschöpfen werden. Immer und immer wieder schnelle Nothilfe zu leisten. Wir fühlen uns als LückengüßerInnen meines Erachtens, ich sehe das auch in der Bildung, ich sage, ich muss immer und immer und immer wieder erste Hilfe leisten. Wir schaffen es aber nicht, dadurch dieses Festgewordene aufzuspringen. Ja, und genau dieses Gestaltungsklima, wie ich das nenne, dieses Unterirdische zu formen, und jetzt auch eben für dieses transformative Wirtschaften, gemeinwohlorientierte, fruchtbar zu machen. Ja? Das heißt, ich würde Ihnen empfehlen, in der mentalen Infrastruktur auf eine Welt unvorhersehbaren Wandels, auf Flüssigkeit, auf Prozesshaftigkeit auszulegen und zu sagen, daraus müssen wir neue Strukturen wieder schaffen, die unserer heutigen Dynamik, gerade der ökologischen Dynamik, angemessener sind, und gleichzeitig müssen wir alte Strukturen aufschmelzen. Genau das haben meine Vorrednerinnen ja auch gesagt, dass es so schwer fällt, heute Altes zu vergessen, Altes ungeschehen zu machen, Altes nicht mehr zu tun. Es gibt hervorragende soziale Gruppierungen, die Trauerrituale beispielsweise durchführen. Ja, das ist halt so. Also das ist natürlich mit einem Verlust verbunden, wenn wir das Gewohnte, wenn wir unsere Gewohnheiten aufgeben müssen. Ich bin auch der Meinung, dass diese Art von Exnovation unglaublich viel mit Politik zu tun hat und auch mit Übung. Ja, mit der klaren Ansage, dass es um Verluste von etwas geht, ob das jetzt Fliegen ist, ob es Fleischessen ist, ob es die ganze Frage eines anderen Zusammenlebens ist und so. Wir werden Dinge beerdigen müssen, aber in dieser Metapher ist es klar, weil ich werde Ihnen gleich zeigen, wenn wir das nicht umschmelzen, dann gibt es gewaltige Eruptionen, dann knallt die ganze Gesellschaft und die Strukturen auseinander. Das heißt, in einer solchen neuen mentalen Infrastruktur wird es völlig normal, über Verluste zu reden, über das Aufweichen, über das Abgeben und gleichzeitig eben über die Innovation. Ja, und das finde ich jetzt spannend an der Gemeinwohlökonomie, dieses in Einklang zu bringen, zu sagen, was machen wir nicht mehr, und ich weiß nicht, wer von Ihnen Gemeinwohl
Audits macht. Ja, es ist ein unglaublicher Prozess im Unternehmen, diesen Ablauf voranzutreiben und gleichzeitig Neues orientieren zu können. Sie haben vorhin diese Beispiele der SDGs genannt. Ja, das heißt, genau das sind Prozesse jetzt aus einer ursprünglichen Dynamik wieder neue Strukturen, neue Normen und so weiter zu schaffen. Ich sage nicht, dass wir keine entlastenden Strukturen brauchen. Ich sage nicht, dass wir Komplexität nicht reduzieren müssen, aber wir müssen sie wieder aus der neuen und am Beginn auch katastrophalen Dynamik schöpfen lernen. Ja, das heißt, für mich wäre sozusagen diese Aufschmelzen und Neugewinnen eine der wichtigsten Dinge, die wir tun müssen. Und ich würde Ihnen hier kurz mal darstellen und zeigen, was sind Fähigkeiten, ich komme jetzt aus dem Bildungssystem, aber es sind auch politische, ich zeige Ihnen das gleich, was brauchen wir. Das Ganze kommt jetzt natürlich von unten, es kommt aus der Tiefe, es kommt aus dem Nicht-Sichtbaren, aus dem Nicht-Offensichtlichen. Das heißt erstmal Prozess, ich habe es hier mit einem schönen alten Wort Demut genannt, das heißt Anerkennung, Wandelbarkeit und Verletzlichkeit. Wie Frau Neubauer hat es gerade genannt, es entsteht aus dem Kontakt mit einer schrecklichen Krankheit, mit Krebs, diese neuen Fragen, also diese neue direkte Menschlichkeit. Und es geht jetzt nicht nur darum, diesen menschlichen Kontakt zwischen den Frauen, den fühlenden Frauen und den leidenden Frauen herzustellen, sondern das so weit zu gehen, dass daraus neue Strukturen, neue Unternehmen, vielleicht auch neue Gesetzmäßigkeiten, neue geldförmige Anreize entstehen können. Wenn wir diese Demut nicht haben, und wir haben sie in einer wachstumsbezogenen Geldwirtschaft nicht, weil sie nur von oben ist und weil sie diese Verletzlichkeit des Lebens nicht anerkennt. Ich meine nicht, dass wir mit einem reinen Spaßnarrativ gegen diese Wachstumslogik ankommen, auch nicht mit einem so neuer Fortschritt und so weiter, sondern mit dieser ursprünglichen Anerkennung und Verletzlichkeit. Als nächstes, ich hatte es gesagt, ist es das, was ein klassischer Gemeinsinn ist. Gemeinsinn ist einerseits eine moralische Kategorie, ein Gemeinsinn ist aber auch in Anbetracht dieser Verletzlichkeit und dieser unaussprechlichen Dynamik neue Begriffe zu schaffen. Das war Aristoteles, die Fähigkeit, neue mentale Strukturen zu schaffen, angesichts dessen, auf was es wirklich ankommt. Ja, das heißt, draußen zu sein, auf dem Feld zu sein und dann eben zu merken, welches sinnstiftende Handeln ist möglich, wie kann ich überhaupt neuen Sinn erzeugen und daraus auch neue Erzählungen. Wir haben diese Fähigkeiten in Notsituationen, das sagte ich schon. Was uns aber gerade fehlt, ist jetzt die Kraft, die dieses in neue Strukturen übersetzt. Wir sehen zum Beispiel, dass sich im Gesundheitssystem fast nichts nach Corona verändert hat. Ja, das heißt, wir haben die nächste Krise und haben wieder ein bisschen gemeinsam, aber so gibt es ja keine neue Gesellschaft. Und dort genau, das wurde auch gesagt, dass ich sehr viel im Bereich der Zukunftsgestaltung mache, wir brauchen neue visionäre Kräfte. Visionäre Kräfte ist zu sagen, das, was jetzt ist, möchte ich, dass in 20 Jahren die Welt anders funktioniert. Ich weiß mit meiner Krankheit, ich bin in 20 Jahren nicht mehr, aber ich weiß ganz genau, welches Bildungssystem ich schaffen werde, damit meine Studierenden, die Kinder meiner Studierenden, ein neues Bildungssystem haben werden. Es sind nicht Visionskräfte auf mein Leben bezogen, es sind Visionskräfte auf die Natur und auf die Menschen, die mir nachfolgen, bezogen. Diese Zukunft müssen wir schaffen. Wir wissen es aus Jugendstudien ohne Ende, dass genau das verhindert wird. Dass diese jungen Menschen noch nicht mal mehr bis zur nächsten Klausur denken können vor lauter Angst und nicht wissen, was zwei oder drei Jahre später ist. Bitte helfen Sie uns, diese Visionskraft zu schulen, weil sie die Mittlerin ist zwischen gemeinsamorientierten und gemeinwohlorientierten Strukturen, wo Gemeinwohl definiert, strukturiert und dann auch institutionalisiert ist. Dann werden Sie, Sie kennen ja froh mit Visionen, was wir dann zum Arzt gehen sollen und so weiter. Das kann man auch tun. Hier ist aber jetzt das nächste Wichtige, ist eben, wir nennen es Institutional Hacking, sind Bücher von meinen Kollegen mittlerweile zu entstehen. Wir machen das auch mit einem Genuss, bringen wir das unseren Studierenden bei, dieses subversive Aufbrechen von Gewohnheiten. Nur weil sie Visionen haben, wird sich etwas nicht ändern. Das heißt, wo sind die Bruchstellen, wo sind die Sollbruchstellen, in dem dieses Aufschmelzen und Neuformieren gelingen kann, dazu werde ich gleich noch was sagen. Und dann brauchen wir die demokratischen Prozesse und so weiter, dass auch wirklich neue Gesetze, Normen und Werte bestehen kann. Wir brauchen ein neues Normal. Auch wenn dieses Normal dann hoffentlich endlich weiß, dass es in 10 Jahren wieder abgeschmolzen wird oder in 20 oder in 30.
Ja, das heißt, wir können nicht einfach nur weiter diesen Gemeinsinn ganz unten überfordern, sondern natürlich brauchen wir für ein neues, für ein gemeinwohlorientiertes Leben auch wieder Strukturen. Was passiert aber heute bei uns? Wir haben den Gemeinsinn nur schwach ausgeprägt, verlassen uns auf den Sorgen, oder wird schon passieren, die Leute werden schon Sandsäcke schaufeln, wenn es mal wieder drauf ankommt. Wir haben diese Visionskraft nicht, wir haben nicht geschult in subversiven Praktiken. Was passiert dann? Es kommt zu Megakrisen. Und das ist, glaube ich, das Beste an dieser Metapher, dass man jetzt vorstellen kann, woher entstehen Supervulkane. Das brodelt von unten hoch, es wird nicht aufgenommen in den mittleren Erdschichten, sonst entsteht eine riesen Magma-Blase direkt unter verkrusteten Strukturen, direkt unter harten Felsen. Der Fels gibt immer mehr Druck drauf, immer mehr Druck drauf, immer mehr Druck drauf, das Magma kommt von unten und dann knallt es. Genau das haben wir im Moment, ob das in Finanzkrisen sind, ob das in ökologischen Krisen sind. Wir warten darauf, dass das Ganze katastrophal und desaströs weggesprengt wird. Wenn unsere Erde nicht diese anderen formativen Kräfte hätte, unser blauer Planet, würden wir schon lange nicht mehr überleben. Also lassen Sie uns das doch auch im Gesellschaftlichen schaffen. Und dafür habe ich Ihnen jetzt zum Schluss, da bin ich auch durch, sagen, lassen Sie uns doch zusammenwirken. Lassen Sie uns diese Praktiken, dieses Umschmelzen und Aufschmelzen gemeinsam machen. Ich bin extrem besorgt über unsere Szene, dass jeder sagt, oh, wenn einer nicht so ist wie ich, dann ist es aber irgendwie blöd. Ja? Und die einen, die sind irgendwie zu radikal und die anderen sind nicht zu radikal, die anderen machen was Neues. Lassen Sie uns zusammenwirken. Ich habe hier 4 Punkte aus dieser Geologie-Metapher. Es gibt sowas in meiner Hochschule, man nennt das Heterotopien, andere Orte, die nach neuen Regeln funktionieren, die sich ganz, ganz schnell Strukturen aufbauen, zu Inseln, sowas wie Hawaii bilden. Ja, dass sie schaffen, nicht nur in diesem Gemeinsinn zu bleiben, so sagen wir zum Beispiel eine staatliche Anerkennung, wir haben alle möglichen Akkreditierungen, wir sind staatlich Beliehene und so weiter. Das heißt, wo schaffen wir Orte? Ich glaube, das war auch das, was Sie von Neuem sagten, das sind nicht die Orte des Normalen, das ist nicht das Festland, aber wo sind Orte, die schon mal ganz neu funktionieren können und auf die sich andere dann auch zugehen. Wir haben ganz viele experimentelle Praktiken, das sind eigentlich die, die nie ins Licht der Öffentlichkeit, die sind immer unter der Wasseroberfläche, die sieht man nicht. Das sind die, die sich auch mal wieder erschöpfen, weil sie noch keine festen Strukturen haben, weil sie sich auf nichts ausruhen können. Ich vermute mal, dass sehr, sehr viele von Ihnen in diesem Bereich tätig sein werden. Aber ich kann Ihnen Mut machen, das ist eigentlich die eigentliche tektonische Kraft. Das schiebt nämlich alles zur Seite. Man sieht es nicht, aber unter den Ozean, da sind diese an den ozeanischen Lücken, dort geht alles in Bewegung. Wir brauchen auch wenn das die Politik nicht immer gerne hören mag, wir brauchen widerständige Praktiken. Da, wo diese Praktiken, die experimentellen, absinken, wo sie zurückgehalten werden von den Verkrusteten und vom Festen, da braucht es Widerstand. Da braucht es zivilen Ungehorsam. Ja? Es gibt Reibung, es wird nicht alles freundlich und nett angehen. Wir müssen natürlich versuchen, dass das keine super Mega-Ausbrüche werden und soziale Verwerfungen. Aber wir brauchen in diesem Wandel widerständige Praktiken. Ich verstehe deswegen zum Beispiel nicht, warum wir in solchen Kontexten nicht auch solche Menschen wie die letzte Generation, Extinction Rebellion und so mitnehmen und einbinden. Nicht, weil wir so werden wollen wie sie, sondern weil die eine unglaublich wichtige Arbeit des ständigen Widerstandes machen. Und wir haben dann natürlich... Und gleichzeitig, dann haben wir noch die 4. Kategorie, dieses Umschmelzen des Bestehenden, da wird natürlich eher die Politik, die jetzt nicht direkt das machen kann, was Extinction Rebellion macht. Es ist genauso wichtig zu sagen, wo lernen wir schon das bisschen Gestein ein bisschen aufzuweichen, ein bisschen umzuformen. Und für mich ist wichtig, es wurde vorher von Versöhnung gesprochen, ja, also dass dieses Gekonnte und Tolerante Zusammenspiel. Wer kann was von uns machen? Und das würde mich unheimlich freuen, wenn Sie das nachher in den Workshops zusammen analysieren werden. Also nicht nur mit denen zusammen, die eh schon das machen wie Sie, sondern auch zu sehen, wie können wir uns in dieser Verschiedenheit verbinden. Und ich habe Ihnen dafür letzte Möglichkeit, es ist nur jetzt eine Übung zu sagen, wo könnte man sich eingruppieren, das ist keine Kategorisierung von mir, sondern sagen, so wie können wir jetzt über Praktiken wie Grundeinkommen, bedingungslose Grundeinkommen, wie können wir eben über Streik, über Besetzung, über Sabotage, Nordrhein-Westfalen hat jetzt eine richtig schöne Geschichte damit, also es ist hier ganz einfach zu sehen, was gemeint ist, wie können wir das mit politischen Kompromissbildung, wie können wir das mit dem Kampf um Rechtsklagen
Klimaschutzklage beispielsweise verbinden und wie können wir auch diese Orte des anderen nutzen als Orte, in denen einmal ein neues Leben sogar schon mit neuen Regeln und Gesetzen erlebbar und erfahrbar wird. Das wäre mir also das Wichtige, Ihnen für sowas Mut zu machen, sich immer auch mit Ihren mentalen Infrastrukturen zu beschäftigen, um überhaupt Möglichkeiten aufzuzeigen und zu entwickeln, indem Sie Orte finden, in denen Sie eine wichtige Rolle und nicht irgendwie der Rand von da hinten und nicht unbedeutsam sein, eine wichtige Rolle in einem notwendigen und zugleich gestaltbaren Rahmen finden. Vielen herzlichen Dank. In Anbetracht der Zeit und der begrenzten Möglichkeiten von Frau Neubauer, die ja eine wichtige Anmerkung brauchen, dürfen wir die Fragen ein bisschen hintanstellen und erst direkt in die Diskussion gehen. Ist das für euch, für Sie in Ordnung? Wunderbar, sehr gut. Vielen Dank. Und danke für diese Inspiration und diese Vergleiche und das bildhafte Sprechen war hier wieder das Geschehen. Ja, Frau Pauke, erstmal vielen Dank. Also ich spüre förmlich, ich weiß nicht, wie es Ihnen und euch geht, so wie es brodelt unter den dicken Fußsohlen hier. Vielen Dank für die Sensibilität. Wobei ich mich gerade mal noch so ein bisschen frage, passt das zu den Interruptionen zusammen? Das sind schon sehr unterschiedliche Kräfte, die da wirken. Ich danke Ihnen aber auf jeden Fall für diesen Impuls. Ich glaube, sowas haben wir hier noch wenig gehört im Landtag. Ich bin noch nicht so lange dabei, aber ich wage das mal zu behaupten. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Ich danke Ihnen auch für die Sensibilisierung, was jetzt Sprache und Denkmuster angeht, weil wir, glaube ich, alle gefangen sind in diesen Denkmustern. Ich musste zum Beispiel spontan daran denken, dass wir immer, wenn wir über Beschleunigung reden, sagen PS auf die Straße bringen. Weil Sprache fängt ja schon vieles an. Sie sagten, sprachen auch von den Infrastrukturen und den Autobahnen. Da habe ich gedacht, naja, die Bahn könnte ja auch, die Gleise könnten ja auch schneller funktionieren. Also diese Bilder alle auf den Weg zu bringen. Dennoch meine Frage an Sie und euch beide, was eigentlich die wichtigsten Botschaften sind, die ihr voneinander so antizipiert habt. Und ich würde vielleicht aber auch da einsteigen mit dem Thema, was ich mich gerade gefragt habe, Heterotopien oder auch experimentelle Räume, wenn ich das so nennen darf. Ist das zum Beispiel schon sowas in die Richtung, was am Hanhill-Campus passiert? Weil ich versuche gerade mal so das ein bisschen zusammenzubringen und zusammenzudenken. Oder ist es noch nicht progressiv genug? Vielleicht, Mona, erstmal dich die Frage. Ich greife mal auf, was du, Antje, gesagt hast, über die Sprache, wer über Probleme redet, schafft Probleme, wer über Lösungen redet, schafft Lösungen. Und ich will deswegen, und ich bin wirklich weit weg davon, irgendwelche Dinge schön zu reden, egal wo ich bin, egal in welchem Bezugsrahmen ich präsentiere, was wir als Landesregierung machen. Muss einfach transparent machen, dass diese Räume Räume brauchen. Deswegen ist eine Konsequenz, dass wir sozusagen Social Impact Hub auch ermöglichen in Nordrhein-Westfalen. Aber diese Räume sind in Unternehmen da, sind in einzelnen Abteilungen von Unternehmen da, sind übrigens auch in Ministerien da, sind in der Gesellschaft da. Und dieses, die Probleme nicht zu benennen, sondern die Lösungen miteinander zu verbinden, das ist, glaube ich, das, was wahnsinnig kleinteilig und viel sozusagen intensives Arbeiten bedeutet. Aber, also ich sag mal, ich glaube, ich war Gregor mit dir in Achtung Südwestfalen beim Unternehmen, die sind Weltmarktführer im Herstellen von Kupfer, also von Drähten, die am Ende Federn für Kupplung machen.
die begrenzten Ressourcen, die Klimakrise erfordert, dass wir die Antriebswende als einen Teil einer Mobilitätswende vollziehen und dafür auf so weit immer möglich batterieelektrisch betriebene Fahrzeuge umstellen. Ein batterieelektrisch betriebenes Fahrzeug hat keine Kupplung mehr. Das bedeutet, für dieses Unternehmen mit nicht diversifizierten Produkten, sondern einem Produkt, was richtig gut durchläuft, Problem. In dieser Analyse hat in diesem Unternehmen ein Prozess stattgefunden, dass die sich selber sozusagen einer Gemeinwohlbilanzierung unterziehen wollen, also im Sinne, dass die Leitung diesen Krisenmoment nutzt, um zu sagen, wir denken jetzt sozusagen von der Auszubildenden, die hier hinkommen muss, wie kann das eigentlich alles so umgestaltet werden, was ist mein Beitrag als Unternehmen dazu, dass das Nachhaltigkeitsziele und Gemeinwohl sozusagen versöhnt und hat sich selber auf den Weg gemacht, aus dieser nicht diversen Produktpalette jetzt aber zu überlegen, okay, welche Wachstumsmärkte gibt es, sodass ich weiterhin mit der guten Idee, gemeinwohlbilanziertes Unternehmen in Südwestfalen sein zu wollen, auch wirtschaftlich bestehen kann. Und hat gesagt, Wachstumsmarkt ist der ganze Markt für Gesundheit. Wenn man an die Folgen von einer, sagen wir mal, nicht unbedingt zu 100% gesunden Lebensweise, die dann diesen Diabetes-Typ hervorruft im Körper, der im schlimmsten Fall dann auch an eine Dialysemaschine führt, dann weiß man, das ist ein Wachstumsmarkt, weil diese Pumpen sozusagen Federn brauchen. Und das ist sozusagen das, was das unternehmerische Innovieren mit dem sozialen Innovieren und dem ökonomischen Innovieren verbindet. Und deswegen will ich nur sagen, das ist, finde ich, ein Unternehmen, das würde man nie, also man würde nicht glauben, dass Krise sowas auslösen kann. Deswegen gibt es diese Orte an vielen Stellen, wo wirklich ernsthaft in unternehmerischer Verantwortung daran weitergearbeitet wird. Ein weiterer Punkt, der, glaube ich, auch gerade viele Chancen einfach bietet, ist, dass in diesen vielen Familienunternehmen, die über lange Zeit ihre Unternehmen in Nordrhein-Westfalen verankert haben, die Frage der Unternehmensnachfolge auch. Es ist, wo man sozusagen die Frage, wie gehen wir eigentlich um mit dem, was wir erwirtschaften an Vermögen? Wie investieren wir rück und so weiter? Wie teilen wir eigentlich unsere Macht als Familie mit denen, die dann am Ende im Betrieb die Dinge bearbeiten und sowas wie Verantwortungseigentum findet nicht von oben drauf gestülpt, sondern aus den Unternehmen in solchen Phasen eben auch anknüpfend. Deswegen sind diese Orte auch wichtig, an denen dazu Informationen stattfinden können, an denen wir die Bühnen bauen für diejenigen, die die Lösung schaffen. Das heißt nicht, dass ich nicht bereit bin, Probleme zu benennen, weil vollkommen richtig ist, dass es durchaus, ich habe es in meiner Rede auch gesagt, es gibt die, die sagen, lass uns doch die Fragen der Zukunft mit den Antworten der Vergangenheit geben. So, denen aber entgegenzustellen, es gibt die Lösung, die funktionieren. Das ist, glaube ich, das, was ich so mitnehme, jetzt im Speziellen zu dem, was wäre Sprache, reden wir drüber und wie versuchen wir in einer Gesellschaft, die da ist, genau diese Gesellschaft, die da ist, mit der müssen wir arbeiten, mit der will ich auch gerne arbeiten und in dieser Gesellschaft Mehrheiten für diese gemeinwohlorientierte Art zu wirtschaften herstellen. Vielen Dank. Also viele positive Beispiele, viele haben sich schon auf den Weg gemacht, so haben Sie es auch genannt, aber die Magma brodelt. Wie bringen wir das zusammen? Dass wir in einer adäquaten Zeit oder es ist schon fast zu spät einfach handeln können, in dem Sinne Mut machen für die kommende Generation und jetzt die richtigen Weichenstellungen vornehmen. Ich würde aber noch von sagen, ich glaube, wir müssen sehen, dass wir keine Naturtalente mehr in diesem Sprachegewinn tatsächlich sind. Und es sind nur Sprache, sind wieder zur Frage von Wertigkeit. Ich arbeite viel mit dem Konzept der epistemischen Gewalt, das ist Gewalt, die sich gegen unser Wissen, gegen unser Sprachvermögen richtet. Und ich merke nicht nur bei jungen Leuten, dass es uns schwerfällt zu sagen, was uns wichtig ist. In bestehenden Diskursen, aber auch in der Welt. Ich glaube, das ist eine riesen politische Aufgabe von Schulen, aber auch in Wirtschaft hinein, Möglichkeiten zu geben, das auszudrücken, was uns wichtig ist. Und das finde ich auch in der Gemeinwohlökonomie, dass sie das hin bis zu bilanzierbarer Sprache, ne? Also wirklich strukturierter Sprache gewinnt.
Ich glaube, das, was Sie geschildert haben, ist dann sehr schöne Beispiele. Sie sagte, diese Form von Loslassen, Aufschmelzen und wieder Neues schaffen. Und ich glaube, die Frage ist sozusagen, wie tief geht das und wie dynamisch? Also wie heiß ist es eigentlich an dem eigentlichen Kern dran? Und ich denke, wir werden für unsere Wirtschaft noch mehr Prozesse brauchen, die tatsächlich mit dieser sehr, sehr ursprünglichen Dynamik sozusagen umgehen muss. Und Sie hatten ja auch gesagt, Sie brauchen eine Art von Verlässlichkeit. Und Verlässlichkeit, Stichwort Grundversorgung, ist natürlich noch was anderes. Also wie können Menschen überhaupt jetzt in dieser, Stichwort Care-Arbeit, ne? Also in dieser Tiefe arbeiten, in dem, was immer wieder neu aufscheint, bei der Erziehung eines Kindes, haben jetzt vielleicht noch alle begriffen, aber da passiert jetzt ja noch mehr in diesen Krisen. Das werden nicht nur Feuerwehr, technisches Hilfswerk und so weiter, wenn wir ganz viele Menschen brauchen, die mit diesem Eruptiven und Heißen sozusagen umgehen können. Und das ist für mich eine riesenpolitische Frage, ohne dass ich es als Philosophin beantworten kann, eine Frage an Sie, wie können wir Strukturen schaffen, dass das überhaupt noch möglich ist, dass das gestaltbar ist. Ja, das, daher kommen natürlich solche Sachen wie Grundeinkommen. Das hat nicht nur mit Menschenbildern und Positiven, dass die mal ihren Altruismus ausleben können, sondern es hat damit zu tun, dass wir Menschen in Leben halten und Leben ermöglichen, was dann auch sozusagen diese sehr schnellen Hilfsmaßnahmen und so weiter erfordert. Das heißt sozusagen, wie schaffen wir nicht berechenbare, aber doch haltbare soziale Strukturen, um mit dem Unklarbaren, Unvorhersehbaren umzugehen. Das wird auch Unternehmen treffen. Wir haben Änderungen beispielsweise des Insolvenzrechts gehabt, also wenn sogar alles nach unten drängt und alles zerstört wird, wie kann dann eben auch noch was Neues jenseits der reinen Zerschlagung? Ja? Also wie verhindern wir sozusagen immer diese heftigen Ausbrüche, die dann so Strukturen zerstören, dass Menschen auch nicht mehr stehen und nicht mehr leben können? Ja, und da würde ich mir irgendwie so eine Art abgestuftes oder differenziertes System wünschen, was dann auch neue, und da bin ich wieder bei der Sprache, neue Bilder schafft gegen diese ständigen sprachlichen Barrieren und Gefängnisse, die uns davon abhalten. Sie werden es als Grüne merken, dieses Stichwort Verbotspartei, was ihnen unglaublich zu schaffen macht, zu sagen, Menschen wollen sich nicht ändern, sie können sich nicht ändern, weil wir Menschen sie nicht ansprechen. Das heißt also, solche Strukturmaßnahmen, um Menschen das Bewegliche überhaupt zu erlauben, dann auch wieder mit adäquater Sprache und Anerkennung zu verbinden. Ich würde gerne direkt einfach an dich weitergeben. Ich würde sagen, zu Ihrer ersten Frage, was können wir eigentlich tun? Ist die Uhr eigentlich noch vor 12 oder ist sie nach 12? Das Wichtigste ist, dass Politik klar hat, dass Zivilgesellschaft klar hat, dass Wissenschaft klar hat, Wirtschaften, Unternehmen. Wer hat jeweils welche Rolle, welche Aufgabe? Und das ist in dem Sinne, dass, deswegen ist dieses Versöhnen, dieses Abwägen, Ausgleichen eine einmalige Möglichkeit, die wir in liberalen Demokratien haben. Wir können eben Ideenreichtum nutzen. So, wir können eben uns darauf verlassen, dass die Kreativität von Menschen, Kindern, Jugendlichen die Lösung für die im Moment unlösbar scheinenden Herausforderungen liefern will. Die Frage ist, welche Struktur unterstützt das eigentlich? Und deswegen wäre ich immer, eigentlich gesagt, nicht Transferleistung an Individuen, sondern starke soziale Infrastrukturen. Infrastrukturen, die Teilhabe erhöhen. Infrastrukturen, die Chancengerechtigkeit versuchen zu erreichen. Beginnend bei einer frühkindlichen Bildung und Betreuung über Schule, über Ausbildung, eine, die Chancengerechtigkeit, gerade in der Zeit, ich meine, wo leben wir denn? Wenn wir uns mal vergegenwärtigen, dass die Frage, dass sich die Art und Weise, wie wir produzieren, intelligent verändern muss in Richtung klimaneutralen Wirtschaften, also Defossilisierung der Chemieindustrie. Ich weiß nicht, ob alle in diesem Raum wissen, Nordrhein-Westfalen lebt von Chemieindustrie. Das ist, also wir leben nicht exklusiv davon, aber die wiederum produzieren auf petrochemischer Verfahrensweise, mit petrochemischen Rohstoffen. Davon müssen wir wegkommen, davon wollen wir wegkommen. Davon wissen auch die mittelständischen und großen Chemieunternehmen, dass sie wegkommen müssen, arbeiten in ihren Innovationsabteilungen daran,
das zu schaffen, Sekundärrohstoffe so einzusetzen, dass man ressourcenreich erfolgreich im internationalen Wettbewerb besteht. Deswegen ist das eine irrsinnige Herausforderung, dass sich dadurch, dass die Wirtschaft sich so im Wandel befindet, auch Tätigkeiten innerhalb dessen, was erarbeitet werden muss, verändern müssen. Und deswegen wäre ich auch dafür, zu unterstützen diejenigen, die heute beschäftigt sind und nicht wissen, wie geht das für mich eigentlich weiter, wenn diese Tätigkeit ganz offensichtlich wegfällt, durch einen neuen Werkstoff, der nicht mehr mit Menschen sozusagen Ideen oder mit Menschenarbeit bearbeitet wird, sondern über Automatisierung, über Robotik, über den wertvollen und von Menschen mitbestimmten Einsatz von KI bearbeitet wird, dann wäre mir wichtiger, wir würden eine Struktur schaffen, in der wir Sicherheit in diesen von Wandel geprägten, von Krisen geprägten Zeiten garantieren. Und deswegen sowas wie lebenslanges Lernen endlich aufladen mit der notwendigen sozusagen Substanz, dass klar ist, Ausbildung endet nicht mit der Überreichung des Gesellenbriefs oder Meisterbriefs oder des Diploms und dann musst du selber irgendwie gucken, dass du klarkommst, sondern dass wir es schaffen, einen Arbeitsmarkt, der davon geprägt ist, Arbeits- und Fachkräfte nicht zu haben, der dringend aktivierende Zuwanderung und aktive Zuwanderung braucht aus dem Ausland, damit unsere Unternehmen überhaupt noch was erwirtschaften können. Das ist, glaube ich, die Idee, die ich darauf antworten würde, die starken sozialen Infrastrukturen in den Institutionen der Bildung, aber auch sozusagen der Schulterschluss zwischen dem, was Politik macht, was Arbeitsagenturen machen, was Unternehmen auch in der gesellschaftlichen und unternehmerischen Verantwortung machen müssen, zu versöhnen. Und dazu, ich bin, weil Sie das angedeutet haben, ne, dieses schneller, höher, weiter. Ist das wirklich, also bringt uns das die Lösung? Meine Antwort dazu ist, es gibt einen Globus, der in unterschiedlichen Regionen auf unterschiedliche Art und Weise versucht, Wohlstand für die Regionen zu erwirtschaften. Und das bedeutet, den Blick auf diese Frage würde ich immer sozusagen versuchen, unter den globalen Bedingungen zu beantworten. Mein Interesse als Wirtschaftsministerin in Nordrhein-Westfalen ist, Wirtschaftspolitik so zu machen, dass wir einen Rahmen setzen und mitgestalten, dass die Unternehmen hier aus Nordrhein-Westfalen die Produkte entwickeln, die Innovationen, die den Kriterien des planetaren begrenzten Ressourcenlassens entsprechen, zu erfolgreichen Geschäftsmodellen machen können, damit die Idee eines nachhaltigen oder von Nachhaltigkeit geprägten Wachstums, eines Wachstums in den Grenzen der Natur, eben darüber auch auf der ganzen Welt sozusagen Anklang finden kann. Deswegen würde ich immer sagen, intelligent zu wachsen und ja, die Natur sich als Vorbild zu nehmen, zum Beispiel bei dem großen Potenzial, was wir über zirkuläres Wirtschaften heben können. Wenn wir den Baum betrachten und der im Winter grau und braun nicht so, also wenn im Winter warm ist und dann kommen die Blätter dran und dann kommt der Herbst und die Blätter fallen runter und es bleibt nie Abfall über von diesem Baum. Die Natur produziert keinen Abfall. Und wenn die Natur das schafft über sozusagen das, was Natur kann, dann ist es doch klug, wenn unsere jungen Menschen, die jungen Gebliebenen, sich genau darüber die Gedanken machen, wie schaffen wir das für unsere Produkte anzuwenden. Und dass es das gibt, auch das zeigen ja die vielen Orte, egal ob in der Chemieindustrie, egal ob in Metall, im Verzinken, wirklich Dinge, wo man sagt, dass das da heute schon möglich ist. Das ist doch wirklich verrückt. Und ich glaube, diese Lösung zu transportieren, diesen Lösungen zum Erfolg zu verhelfen und damit die anderen zu animieren, sich mit anzustrengen und auch zu überwinden, was nicht denkbar scheint, das wäre meine Antwort. Dankeschön, das Wort Wohlstand ist, glaube ich, auch so ein Wort, was in einer Undefinierungsphase ist oder eigentlich dahin kommen müsste. Wir benutzen dieses Wort sehr oft. Und andererseits würde ich gerne nochmal die Frage stellen nach dem Thema Wachstum. Die Frage, die sich ja so ein bisschen stellt, auch wenn wir nochmal zurückblicken auf Corona, den Care-Sektor, brauchen wir nicht vielleicht mehr qualitatives Wachstum in bestimmten Bereichen?
und müssen eben weg von diesem Wiebkes gesagt, höher, schneller, weiter insgesamt, sondern vielleicht besser und qualitativ hochwertiger. Und ich würde gerne nochmal auf die Frage auch richten, gerne nochmal, um da kurz anzuknüpfen. Was liegt eigentlich genau in diesem Punkt Gemeinwohlökonomie gerade so bei dir im Wirtschaftsministerium oben auf? Du hast gerade schon mal ein Maßnahmenpaket so angekündigt und auch schon ein paar Beispiele genannt. Wir haben ja auf Bundesebene die Strategie, die im September sozusagen veröffentlicht wurde, auch zur gemeinwohlorientierten Wirtschaft und Bezug auf Entrepreneurship. Einfach mal ganz konkret die Frage danach, wie ihr im Wirtschaftsministerium daran arbeitet. Weiterarbeitet für NRW. Wir setzen um, was der Landtag uns aufträgt, zum Beispiel in der Frage der Stärkung der gemeinwohlorientierten Startups, der gemeinwohlorientierten Unternehmer. Und wie gesagt, das, was wir jetzt am 5. Juli vorstellen werden, ist nichts anderes, als dass wir dem, was auch nicht sozusagen alternativ nicht mehr wichtig ist, sondern wir bieten Ressourcen und Raum dafür, dass wir diejenigen, die mit den mutigen Geschäftsideen in dem Bereich von Social Entrepreneurship unterwegs sind, auch einen entsprechenden Ort dafür finden. Also ein Ort, was auf Augenhöhe mitspielt mit denen, die Tech-Startups sind, die eben sozusagen Digital-Startups sind, weil es ein Wert ist, den wir in der Koalition gemeinsam gesagt haben, das ist für uns Selbstverständlichkeit in Nordrhein-Westfalen. Wir haben den EFRE-Förderaufrufen sozusagen eine Förderlinienaufruf in Vorbereitung, der genau für die Akteure im Bereich gemeinwohlorientiertes Wirtschaften, Unterstützung zu dem, was sie selber mitbringen an Ideen, also Kommunen in Konsortien mit ihren Unternehmen vor Ort und so weiter, um Projekte dafür ganz dezentral in Nordrhein-Westfalen zu setzen. Auch das beispielhaft sozusagen jetzt in Finanzierung. Ich glaube, dass das, also dieses Nutzen dessen, was da ist und Köpfchen einsetzen dafür, dass gemeinwohlorientiertes Wirtschaften rauskommt aus einer Nische und einfach sich den Platz nimmt und sagt, wir sind Player, wenn es um Wirtschaften geht, weil es sozusagen, ich habe das versucht mit Discovering Hands ja darzustellen, dass das ein Unternehmenspunkt, also nicht irgendwie ein nettes Unternehmen, was auch ein bisschen was macht, das ist ein Unternehmen. Es ist ein Unternehmen, was wächst, es ist ein Unternehmen, was Beschäftigung bei guten Arbeitsbedingungen bietet, es ist ein Unternehmen, was ständig innoviert, es hat halt aber sozusagen als Idee, dass es ein Sozialunternehmen ist. Es ist ein Unternehmen, wie sozusagen andere Unternehmen, wie andere Geschäftsmodelle gibt. Vielen Dank. Ich würde zum Abschluss kommen, aber vielleicht war trotzdem noch eine kurze Frage dazu an Sie. Frau Gopp, ich habe jetzt noch viel gehört von materieller Transformation. Sie haben sehr viel von mentaler Transformation gesprochen. Wie bekommen wir das beides einfach noch besser zusammen? Vielleicht auch mal mit konkreten Beispielen oder Ideen Ihrerseits. Vielen Dank. Also ich würde vermuten, da müssen wir lange diskutieren, aber ich habe ja vier Bereiche aufgemacht und das, was Sie kennzeichnen und was ich auch hervorragend finde, aber dass sich vieles eben im Bereich des Wandels des Bestehenden, also sozusagen so einer oberflächlichen Art von Umschmelzung. Und wir müssen verstehen, dass Wirtschaft bis ganz unten funktionieren muss, dass Wirtschaft bis in dieses soziale und ökologische Machbar. Das heißt, was ist unsere Wirtschaft, wenn der Strom ausfällt? Was ist mit der Wirtschaft, wenn wir diese Plastikkrise nicht in den Griff kriegen? Was ist mit dem Artensterben? Was sind das für Wirtschaftsformen? Und sie werden nicht nach den klassischen Wachstumskriterien funktionieren können. Ich zeige mal Unternehmen, ne? Ich zeige mal Unternehmen, die dann kreisen. Und dann sagen sie, Krisen sind, wenn das so ausschlägt, ne? Das klassische auch bei Wachstum. Sag ich, nee, die eigentliche Krise ist, wenn du nicht mehr weißt, was auf deiner Wertungsachse steht. Was für eine Zeitachse. Du weißt nicht mehr, wie dein Unternehmen in 30 Jahren bewertet werden wird. Es wird wahrscheinlich nicht nach Geld bewertet werden, aber du weißt nicht nach was. Das ist echte Transformation. Ja, und darauf zielen die jungen Leute auch schon ab. Das heißt, wir müssen in die Wirtschaft die Fragen von Verzicht, von Suffizienz,
von offensichtlichen katastrophalen Handeln und dem Umgang damit. Dafür müssen wir ebenso, das ist ja Ihre Frage, dafür müssen wir nicht nur Begriffe, nicht nur eine mentale Infrastruktur, sondern auch materielle Infrastrukturen schaffen. Was ist mit denjenigen, die Transformationsprozesse anstoßen, die in den normalen Belohnungskriterien einer wachstumsorientierten Wirtschaft, die nach Geld gehen, noch überhaupt nicht drin sind? Das heißt, wir werden massiv umverteilen müssen, nicht nur zu den VerliererInnen, sondern auch zu den UmgestalterInnen. Das sind alles Wirtschaftsthemen, die wir angehen müssen, für die wir eine mentale, aber auch eine materielle Infrastruktur finden müssen. Ja, das heißt, die ganzen Fragen von Kulturorientierung, die klassische Frage von Care Economy, die ich glaube ich in diesem Gemeinsamen jetzt nochmal zugestützt habe. Und das sind, da würde ich Ihnen recht geben, dafür brauchen wir eben auch politische Prozesse, die dieses in diesen gesamten Möglichkeiten eben wieder drin haben. Und eben auch zu sehen, dass wir die widerständigen Praktiken, die notwendig sind und notwendig werden, wenn dieses Umschmelzen nicht schnell genug stattfindet, dass wir die auf jeden Fall in irgendeiner Form von demokratischen Prozessen auch mithalten und die gerade junge Generation, die daran beteiligt sind, auch mitnehmen. Und das Letzte, das ist die mentale Infrastruktur. Die große Gefahr, die wir jetzt ja im Moment haben, ist das, was ich nur vorangedeutet habe, dass eben Eisberg oder Fels an Fels an Fels knallen. Dass wir also überhaupt gar keine Dynamik mehr in diese Debatten kriegen und dass wir versuchen, gegen diejenigen, die wirklich felsenfeste mentale Infrastrukturen von rein Schwarz-Weiß-Stereotypen haben, dass wir versuchen, unsere komplexen Themen dann auch zu übersetzen. Ja, das heißt, also lassen Sie uns das zumuten, nicht nur im Sprachlichen, sondern auch materiellen. Und ich würde eben sagen, für mich wäre ein Wirtschaftsministerium, was auch in die Tiefe der Transformation vorstößt, ein unglaublich wichtiges, was dann eben natürlich in die Arbeitsministerien, in das Sozialministerium und so weiter erheblich auswirkt. Da haben Sie noch mal eine Frage. Eine Anfänge, die nicht ausführen können, Strukturwandel, Transformation als Querschnittsaufgabe, für die eigentlich unsere Struktur, die wir im Land haben, auch nicht optimal geeignet ist. Es ist einfach eine schwierige Abstimmung zwischen verschiedenen Ausschüssen bei diesem ganzheitlichen Thema, erlebe ich so als Abgeordnete, wenn ich das sagen darf. Und ich würde aber im Sinne des Themas Versöhnung, was Sie ja auch sozusagen, was ein sehr wichtiger Punkt war, den Sie auch betont haben, nochmal ein schönes Beispiel erzählen. Wir waren zusammen am Brainergy Park, wo jetzt auch sich viele Start-ups neu im Start-up-Village neue Start-up-Unternehmen angesiedelt haben. Mich persönlich hat es überrascht, weil ich so selten in den Debatten sonst mitbekomme. Wir haben dort Präsentationen gesehen, in denen gleich schon bei den jungen Unternehmern die SDGs mitliefen, wie selbstverständlich die sie berücksichtigen bei ihrer unternehmerischen Idee und mit dieser positiven Vision. Ich setze da sehr viel auch auf die kommende Generation, auf ihre Studierenden, auf das, was wir dort gesehen haben. Und ich würde gerne das jetzt hier schließen mit dieser positiven Vision. Sie verabschieden oder dich verabschieden, liebe Mona. Vielen Dank, dass du dir heute den ganzen Vormittag für uns Zeit genommen hast. Und wir würden weitergehen noch mit den Fragen, die noch hier angekommen sind, dass wir die noch beantworten können. Herzlichen Dank. Engagierte Debatte. Vielen Dank, Frau Neubauer. Vielen Dank auch nochmal, Frau Professor Dr. Kaupe. In Anbetracht der Zeit können wir leider nur noch eine Frage aufgreifen. Ich glaube, Sie passen gut zu der Thematik. Viele der Kommentare und Fragen, die gekommen sind, beschäftigten sich mit Sprache und dem Nebeneinander, was Sie gerade diskutiert haben, nämlich von Starrheit und gleichzeitig gewaltiger Dynamik. Und wie man das überein und zusammenbringt. Und die Frage, die mir zugeschoben wurde, lautet, was sagen Sie zu der Aussage des Hirnforschers Häusel, dass die menschliche Natur auf Steigerung angelegt ist? Ich überlege, ob ich sagen kann, dass es gerade finde. Natürlich. Oder um es hier kurz zu machen, die Wachstumsdebatte nutzt eine Steigerungsidee, die seit Jahrhunderten als unnatürlich galt. Max Weber hat es als Kaufmannsseele genannt. Das heißt, ohne zu wissen, was man damit anfangen will, aus Geld immer noch mehr Geld zu machen. Das ist die Steigerung, die die Wachstumsideologie nutzt.
alles andere dafür dann wieder zu nutzen, ist unlauter und lassen Sie das nicht mit sich machen. Ja, wenn wir sagen, so, ja, ich möchte irgendwie auch noch ein bisschen mehr Mitleid haben, dann ist das keine Steigerung im Sinne des Wachstumsdebatte. Wenn Sie nicht wissen, was Maßstäbe sind, dann können Sie auch nicht von Steigerungen reden. Ja, ich kann das kranke Leben, was ich habe, nicht steigern, aber ich kann es neu definieren. Das ist was völlig anderes. Ja, das heißt, ein unnatürlicher Trieb, mehr machen zu machen, ohne zu sagen, was ich aus einer Quantität eine Qualität mache, ist weder irgendwie demokratisch sinnvoll noch irgendwo als Menschenbild. Ja, sondern wir Menschen sind darauf ausgelegt, als soziale Wesen miteinander zu verhandeln, welche Qualitäten wir im Leben haben wollen. Das ist streitbar, das ist fehlbar. Ja, und diese Idee, wie mein Kollege Karl-Heinz Grotbeck immer sagt, sie sagen, ja, jeder möchte lieber 3 Tonnen Eis haben statt 3 Kugeln Eiscreme, ist totaler Schwachsinn. Das passiert nur, weil ich sage, ja, ich kann diese 3 Tonnen ja verkaufen. Und ich weiß aber nicht, dann noch was von dem Geld, das kriege ich später. Wir haben heute eine Wachstumsidee, auch in diesem Landtag, dass man sagt, so, lass einfach erstmal mehr Geld verdienen und dann können wir später noch über Qualitäten reden. Erstens reden wir nie über Qualitäten und zweitens lernen wir uns darüber zu streiten. Gemeinwohlorientierung heißt ganz schlicht, dass wir sagen, wir müssen wieder unterschiedliche Ideen von gelingendem Leben in uns selbst aushandeln. Und auch sehen, dass wir lernen und bedauernde Wesen sind, traurige Wesen, sagen, boah, in den letzten 3 Monaten habe ich total vergeigt. Ja, und dass wir das als Gesellschaft auch aushandeln lernen. Und wir haben 70, 80 Jahre jetzt hinter uns, wo wir sagen, wir müssen darüber nicht mehr diskutieren. Und wundern uns dann, wenn Leute an schwarz-weiß und stillen Typen denken. Das heißt, wir müssen, und deshalb finde ich Gemeinwohlökonomie so spannend, dass wir wieder über Ziele diskutieren, dass wir wieder abwägen lernen, dass wir zurückstecken lernen, zurücknehmen. Und das sind wir als soziale Wesen. Und ich würde drittens immer warnen, auch einen Gehirnforscher oder andere, das in eine Natur zu schreiben, wo unsere Freiheit ist, zu sagen, ich kann mich anders gestalten. Das ist die menschliche Kreativität, zu sagen, ich bin jetzt wütend, ich mag dich nicht, aber ich will kein wütendes Wesen, ich möchte ein versöhnendes Wesen sein. Das ist eine urmenschliche Fähigkeit. Dass wir die heute in Kindergärten, Schulen, Universitäten und Landtagen nicht mehr schulen, ist vielleicht das eine. Ja, aber das heißt doch nicht, dass wir diese Fähigkeit haben, nicht haben. Und deswegen wirklich auch mein dringender Appell in Ihren Kontexten, dieses Lernen, dieses Ansprechen des Menschen in dieser Dynamik auch wieder einzuüben und mitzunehmen und gleichzeitig zu wissen, dass dadurch auch Fehlbarkeit entsteht, die dann auch wieder manchmal zu Humor und zu was anderem, aber vor allem auch zur Versöhnung führen kann.